Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich spiele auf mchypixel.net und hier gibt es einen neuen Spielmodus. Dieser nennt sich The Blocking Dead. Bei dem Spielmodus ist eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen und wir Menschen müssen so lange wie es geht überleben. Außerdem hat der Server ein eigenes Texturenpaket, was man benutzen muss für den Spielmodus. Das sieht auch ziemlich cool aus. Sieht man die Waffen so. Das einzigste Dumme ist, dass man irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mit Optifine spielen kann, weil es sonst abstürzt. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist oder bei den anderen auch. Auf jeden Fall muss ich jetzt ohne Optifine spielen. Habe ich einen kleinen Nachteil. Aber ich denke, ich kann auch so überleben. Okay, das größte Problem ist hier, dass man meistens nicht genug Nahrung oder Munition hat. Ich habe 2 oder 3 Runden gespielt. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung hier. Und mal gucken, wie es wird. Shotgun-Munition. Wow, da kommt doch schon der erste Zombie. Man muss probieren, ihnen einen Headshot zu geben, damit sie auch wirklich sofort sterben. Das ist ziemlich cool gemacht. Okay. Kann man die nicht stacken? Nein. Gut, dann drehen wir mal vor. Ich weiß nicht, wo unsere Freunde sind. Einer ist bereits schon gestorben. Okay. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier umzingelt werde. Ah, da ist ein Freund von uns. Okay, dann öffnen wir mal hier die Truhe. Da habe ich auch schon einen Zombie. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt können wir mal lange überleben. So viel Essen hatte ich noch nie gefunden, wie ich jetzt gerade gefunden habe. Ich habe da draußen auch schon einen Zombie gehört. Okay. Da ist er da. Man wird blind. Gut getroffen. Es gibt auch Spieler-Zombie. Wenn ein Spieler stirbt, wird er halt zu so einem Zombie. Den kann man zwar noch nicht selbst spielen, aber der läuft dann auch rum mit deinem Namen. Und der macht ziemlichen Schaden. Da muss man echt aufpassen. Er stirbt zwar auch schnell, ich glaube nach einem Headshot ist er auch tot. Ja, der hat schon die Truhe geleert. Wäre auch dumm, wenn nicht. So, weg mit euch, Zombies. Ich hab hier nichts zu suchen. Wenn ihr auf dem Server auch spielen wollt, einfach mc.hypixel.net eingeben. Oh, ich habe den noch gerade so gerettet. Ohne mich wäre er gestorben. Okay. Das Spiel heißt hier dann, wie gesagt, The Blocking Dead. Okay, ich habe erst 5 Zombies gekillt. Das ist sehr, sehr wenig. Mal gucken, wo hier mehr Leute sind. Hier drin in diesem Feld, da ist es gar nicht sicher. Sondern aufpassen, da hier ziemlich viele Zombies spawnen. Okay, ich muss gut zielen. Irgendwie werden die Viecher... Ich weiß nicht, ob das mir nur so vorkommt, aber wenn man näher dran ist, sind die schneller. Wow, da kommt was von hinten. Ich glaube, ich nehme mal die MG. Okay, ich esse was. Was noch cool wäre, so ein Scharfschützengewehr hier. So, weg mit euch. Ich gehe jetzt mal am besten zu meinen Freunden. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition, ist mir gerade aufgefallen. Ich gehe jetzt am besten zu meinen Freunden. Weil vielleicht ist es da sicherer, wenn wir zu mehreren Leuten da sind. Okay, sie kämpfen ja auch gerade. Vielleicht haben sie auch Munition. Essen habe ich wenigstens noch genug gerade. Geht doch nicht auf mich. Bam. Weg mit euch. Zombies. Oh, da ist ein Spieler-Zombie. Ich muss auf den Kopf zählen, Freundchen. Das hast du nicht genug Muni. Weg mit euch. Mir gefällt der Spielmodus echt gut. Mit den Waffen und so, das ist echt cool. Das Einzige, was mich noch stört, ist halt, dass man mit Optifine irgendwie noch nicht hier spielen kann und dass die Munition wirklich ziemlich knapp ist. Und manche Zombies manchmal ziemlich stark sind und hier sind auch gerade wieder zu viele unterwegs. Und meine Muni ist auch gleich alle. Okay, dann müssen wir mal ein neues Gebiet erkunden. Oh Mann, scheiß Zombie. Ich weiß nicht, ob ich das noch überlebe. Ich hoffe mal. Aber langsam sieht es nicht gut aus. Warum die Viecher auch manchmal so schnell rennen? Man hat zwar schon hier eine Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Trotzdem kommen die dann schon ziemlich schnell. Wo ist mein Freund? Der ist da vorne oder so. Gut, hier drin ist ziemliches Gemetzel. Es leben noch 14 Spieler. Ah, hier drinnen müssten doch vielleicht Waffen sein. Und nach 2 Minuten 44 muss er halt in irgendeinem bestimmten Bereich. Da ist ein Spieler-Zombie. Beschützen. Weg mit dir. Ah, sehr gut. Jetzt bitte noch überleben. Lass mich in Frieden, du dummer Zombie. Ich habe gerade Munition gefunden. Ich will ja nicht alleine in der Tunnelhalle sein. Da drinnen lag noch was in der Kiste.
Ich habe, glaube ich, nicht alles genommen. Dann kümmere ich mich gleich drum. Da ist ein Spieler-Zombie. Okay, Freundchen. Weg mit dir. Scheiße. Sieht nicht gut aus für mich. Sieht nicht gut aus für mich. Sieht gar nicht gut aus für mich. Da in der Tonhalle waren, glaube ich, noch Kisten. Mit Zeugs drin, das ich gebrauchen kann. Lass mich durch. Und ich renne um mein Leben. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch überleben kann. Ja, ich bin tot. Es sei denn, ich finde hier Munition. Was nicht der Fall ist. Und jetzt renne ich auf sie. Und renne hier durch. Und ich bin tot. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Ist ein echt cooler Spielmodus. Hier sieht auch schon mein Zombie-Menschen da. Mit meinem Namen. Ist ein echt cooler Spielmodus. Kommt mal vorbei. mchighpixel.net. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und lasst eine Bewertung da. Und damit ciao, ciao.